Sicherheit. Natürlich geht es immer um Kosten, um Effizienz. Mhm. Und es geht darum, Menschen einfach wegzuhalten, um diese Sicherheit zu garantieren. Wo geht's dahin? Kann man irgendwann diese Löcher wirklich aus 10 Kilometern Entfernung buddeln, sodass wirklich gar nichts mehr passieren kann? Oder wo geht's hin? Also Menschen sind nie ganz wegzunehmen. Allerdings ist es so, man kann viele Überwachungsprozesse zum Beispiel verlagern von der Maschine weg. Wir haben zum Beispiel hier noch eine Anwendung. Da haben wir zu Hause von unserem Office, sehen wir genau über Datenübertragung, was in der Maschine los ist. Und der Trend im Bergbau ist auf jeden Fall höhere Automatisierung und immer weniger Leute, das ist richtig. Wo geht es in der Zukunft noch weiter? Also ich denke, dass wir die Grundlagen geschaffen haben für die Automatisierung. Jetzt geht es weiter, dass man wirklich die Leute reduziert. Das ist eine Geschichte. Und das andere ist natürlich, dass es kostengünstig passiert. Auch immer ganz wichtig im Bergbau, um die Leistungen zu erreichen, die der Kunde dann fordert.